Schauen jetzt etwas Friedlicheres an, aber sehr leidenschaftlich. Tango. Ja, Argentinien und Tango ist untrennbar miteinander verbunden. Und mittlerweile wird auf der ganzen Welt Tango getanzt und auch gelehrt. Und seit 2010 gibt es auch eine eigene Meisterschaft, eine Europameisterschaft dafür. Und in Rom wurde heuer diese Meisterschaft ausgetragen, Europameisterschaft ausgetragen. Und ein Paar aus Österreich war auch dabei. Mathilde Schwabineder war für uns vor Ort. Einstimmung auf eine aufregende Woche. Die Österreicherin Maria Großlercher-Casan bereitet sich mit ihrem argentinischen Partner Pablo Avila in Rom auf den Tango-Wettbewerb vor. Tango zu tanzen gehört zu unserer Tradition. Wie Fußball spielen oder Fleisch essen, wir sind bekannt dafür. Und ja, also ich mache mit eine große Leidenschaft. Seit vielen Jahren tanzen die beiden und sie geben auch Unterricht. Nachdem wir da eben sehr ambitioniert sind, haben wir uns gedacht, wir nutzen diese Chance, auch einmal an der Europameisterschaft teilzunehmen. Das dritte europäische Tango-Festival soll die besten Tänzer Europas ermitteln. 70 Paare aus dem ganzen Kontinent gehen an den Start. Groß ist die Nervosität. Ist doch der argentinische Tango, der seit 2009 zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe gehört, viel mehr als nur ein Tanz. Der Tango kann auch Therapie sein. Paartherapie zum Beispiel. Der Tango, das bedeutet so vieles. Man lernt jedenfalls, aufeinander einzugehen, den anderen kennenzulernen. Ich muss sagen, ich habe es angefangen nach einer Fußoperation. Da muss ich wieder laufen lernen, gehen. Und da habe ich mitgekriegt, Tango tanzen ist wie gehen. Ich habe einen Argentinier kennengelernt, vor rund 2,5 Jahren. Und seitdem tanze ich Tango. Der Tango, das ist ein Lebensgefühl, eine Religion, sind die Tänzer hier überzeugt. Und ihr Mekka, das ist Buenos Aires. Wer hier gewinnt, dem winkt daher die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Beurteilt werden die Tänzer von einer sechsköpfigen Jury, alles berühmte Tangueros aus Argentinien. Es ist nicht so wichtig, welche Schritte man setzt. Das, was zählt, das sind das Herz und die Seele. Doch auch Aussehen und Stil zählen. Während der Pausen des Wettbewerbs können sich Tango-Begeisterte am richtigen Schuhwerk erfreuen. Ein wichtiger argentinischer Exportartikel. Pablo Stari, Maria Großlercher, Austria. An diesem Nachmittag geht es um den Tango-Salon. Ein eleganter Tanz mit fließenden Bewegungen. Auch Maria und Pablo stellen sich dieser Disziplin. Die beiden bestehen das Viertelfinale. Am Ende der Woche werden sie das Finale erreichen. Ich habe viel geschwitzt, aber ja, wir haben Glück gehabt, dass sehr schöne Tango und natürlich man kriegt Inspiration, wenn gute Musik auflegt. Das große Finale der Tango-Europameisterschaft findet im römischen Musicaltheater Brancaccio statt. Buonasera a tutti. 20 Paare stellen sich der Bewertung der Jury. Als erstes heißt es Bühne frei für den Salon-Tango. Das Niveau in Europa ist hoch, sind die Jurymitglieder überzeugt. Alle sind sehr gut, einige aber eben etwas besser. Das ist ganz schön schwierig für die Jury, aber man muss eine Entscheidung treffen. Nur wenige Paare treten auch zur Bewertung im Tango Escenario an, dem Bühnen- oder Showtango, der viele teils akrobatische Elemente enthält. Ich wünsche mir sehr, dass der Tango in der ganzen Welt getanzt wird. Er ist Argentiniens beste Werbung.
Eine Extra-Einlage für das Publikum bietet Maria Nieves. Die argentinische Tanzlegende zeigt, dass sie auch mit 73 Jahren noch ein Idol ist. Am Ende des Abends steht die Preisverleihung. Platz 3 geht an Russland, Platz 2 an Griechenland und der Sieg an Belgien. Österreich belegt Platz 6. War sehr aufregend, viele gute Paare. Das erste Mal für uns und wir sind ganz stolz, dass wir mitgemacht haben. Ja, also das war nicht so leicht, aber gleichzeitig war eine sehr schöne Erfahrung und wir freuen uns darüber. Der Siegespokal für den Bühnentango geht nach Russland. Sie werden zur Weltmeisterschaft nach Buenos Aires reisen. Ein Ziel, das Österreichs Paar als nächstes anstrebt. Ja, tolle Sache. Da wünschen wir Ihnen auch sehr viel Glück dafür. Ich weiß nicht,